Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege zusammen mit Gidi und Erik auf einer wunderschönen University. Also Erik, was hast du Pleasure. gezogen? Wallet. Na, Black Eyes für Schrotti. Für Für die welche? Schrotflinten. Na, hier mit Von. Doc, Rook und alles. Oh, ich hab die für Sledge und so. Kleine Schrotzen. Was sind Black Eyes für ihn? Wie sehen die aus? Der beste Skin, die EU West 2065 auch immer noch. Ja, Mit Mann, einem Black. Rekrut ist da. Dieses Scheiße im Hintergrund so. Ja, Rekrut ist da, so ganz fröhlich, na so. Scheiße. Also Wolf Stage 2 wäre dann für PC kostenlos, wenn dir dann. Können wir dann machen. Also ein zweites Ja, heißt das eben. eigentlich nicht. Gibt Aber es nicht. ist halt kostenlos, anders wie PS4. Das normale Wolf. Also, die Wölfe wären schon noch was. Ich brauch dann immer auf meinen Bildschirm. Oh. Ich hab keine Freunde. Nee, keine Freunde, die sich unbedingt holen müssen. Warte, wie heißt der? Dead Flocky, ich habe jetzt Dead Ziggy gelesen, ich dachte mir was. Also ich meine, ich hole mir vielleicht, steht noch weit in den Sternen, Destiny 2. Oh, hat er nicht gesagt. Kenny, was ist denn los? Holy shit. Vielleicht ein Hoffnungsschimmer für euch, aber ja, muss sehen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich konnte die Demo leider nicht spielen. Ich weiß nicht, wie es ist. Besser Ich aber. konnte die Beta auch nicht spielen, hat zu lange geladen. Und dann kam ja danach raus, ach ja, die Beta wird verlängert, ja danke. Aber jeder, der schon deinstalliert hat, konnte es nicht schon nochmal installieren. Oh, da hat das auf mich geschossen. Ja, das kam da raus. Das hat mir nicht gefallen. Das ist so eine Nachricht, die eigentlich komplett sinnlos ist. Also ihr dürft alle nochmal spielen, außer die, die es schon deinstalliert haben. Die dürfen es nicht mehr. Wenn du dann so denkst, ja, wenn du ganz genau weißt, du kannst den nicht runterladen, bevor es fertig ist und du hast nicht genug Platz, dann kannst du den installieren. Oh, ey, der tut da drin fuckt so ab, Mann. Ich sehe ihn halt nicht, weil das so. Wo kam er noch von unten? Ja, da ist Kamera. Alles klar. Was? Keine Ahnung, ich hab's nicht verstanden. Ey, da ist ein. Wer hat mir das Schild? Erik, da ist Scheiß Artyom. Gemälde. Oh mein Wer ist Artyom? Gott. Oh, lol, Artyom. GG. Vielleicht spielt er ja mir auf der PS4. Der hat gar nichts Kassiert. gemerkt. Also, Blitz war oben und hat richtig kassiert. Ist leider nicht gestorben, weil ich irgendwie wesentlich was hatte. Ein Anfall. Muss links aufpassen, da war Kavera. Genau vor Class ist Dings, Kapkan. Der ist vorgelaufen, der ist dürfte im Raum. Oh mein Gott. Thermite ist abgestürzt. Er liegt. Aber es gibt auf Steam auch bloße Wolf Stage 2. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Ich springe den Typen um. Der ist ein Safe tot. Stimmt. Glaube ich zumindest. Ach so, das Stage 2, ne, Erik? Oh. Das heißt, dass es einfach die zweite Phase ist. Also, dass es dann kostenlos ist in der zweiten Phase. So. Also keine wirkliche Erweiterung, einfach plus kostenlos. Gibt es da eigentlich verschiedene Maps oder gab es da bloß die eine Map? Weiß nicht. Ich lasse mich da überraschen, kostenloses Spiel kann man immer mal ausprobieren. Weil Wenn bei jemand der einen Map nur noch Castle, der könnte noch viel Life haben. hoch Ist nicht drin. Ja, Käse muss. Der muss eigentlich übelst angehittet sein, der Typ. Oh Gott, Jesus! Du Bastard, Kid.
Hä? Und hat keinen Bock zu kommen wahrscheinlich, oder? Hab ich den gedownt vielleicht sogar? Nee, er hat einfach blutet. Ich hab den mit. Ich hab den gewallbankt. Und der letzte Schuss, der da jetzt. Der letzte Schuss, die letzten Schüsse, die jetzt kamen, waren da von seiner Waffe, oder nicht? Nein. Ach, doch, stimmt, lol. Was? Okay, hier steht Karten, Erik, also es werden schon mehrere sein. Genommen, ne? Lass mich noch mal kurz spielen, ich komme zu kurz irgendwie. Mit Rekrut läuft das. Ja, mit Rekrut läuft. Ja, ich müsste schon wieder. Oh nein. Au. Ja, ich grenze mir ganz hinterher. Und dann legst du mir so ein Stacheldraht durch die Gegend. Und tschüss. Darf ich Schleichwerbung für Chips machen? Bringt mir doch egal. Spaß bei dem Bock. Headchips und Döner und alles. Ich meine, so gesehen ist ja keine Schleichwerbung. Ich meine, ich verdiene dadurch kein Geld. Die Drohne der Gegner hat den Bio. Ich weiß, den verdienen überhaupt kein Geld. Ja, ja. Ja, ich weiß schon, Gidi. Ihr habt es alle gehört. Gidi bezahlt nicht dafür. Ja, das ist okay. Das ist ganz schön rückfällig, ne? Bin tot? Nein, Erik, wirst du nicht. Da hat irgendwer geschrien. Gidi, was machst denn du da? Oh. Nein! Denn ich würde dir helfen. Ich sterbe jetzt, weil ich dachte, die fusen das, wo ich bin. Auch jetzt muss es mal kommen, nachdem ihr Fuse aufräumt. Ah, ist der nächste down. Kannst du vergessen, aber das alle wegfusen. Okay, weil ich hatte, ich habe jetzt mal Spaß. Messi mal angeboten, 55 Millionen, ob der zu mir wechselt. Da stand da. Angebot akzeptiert, ich denke mir, was? Aber dann haben sie doch noch abgesagt, weil er dann gesagt hat, ich mag es jetzt nicht so sehr. Dann habe ich mir, mit ihr dann gesagt, wer ist der Verein? Ich kann nicht killen. Und ich muss mal dazu sagen, ich habe bei Arsenal mal aus Spaß eine zweite Karriere angefangen. Ja, ja, ist es doch. Fuck. Drei Spiele verkauft. Keine Chance. Wo ich mich umgedreht habe, instant weg. Dann habe ich mir, glaube ich, die Waffe. Und dann habe ich mir nochmal so aus Spaß, weil ich 150 Millionen hatte, für 70 Millionen Abonnenten gekauft. Und nochmal von Dortmund. Eine Frage halt, was mir war. Ach, egal. Ich hatte. Am Anfang hatte ich 90 Millionen. Dann habe ich mir aber erstmal. Jetzt spielt er echt, ey, ne. So geht das nicht. Ich habe mir dann aber für 70 Millionen halt die zwei Spieler gekauft, Kagawa und Mbappe. Dann habe ich erstmal drei verkauft und habe Sanchez darunter verkauft. Und Sanchez hat 70 Millionen mir gebracht. Und dann habe ich mir von dem Geld wieder Aubameyang gekauft, als ein Stürmer. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ich hab übelst Bock mit jemandem DayZ zu spielen. Aber Tisch wollte ich nicht verkaufen, weil Tisch eigentlich schon mit gut wird benutzen. Ich hatte gerade einen richtig geilen Spot. Gut gemacht. Biogefahr gut behälter Luca. Wo wir reingekommen sind, war voll geil. Kurz macht Spawn-Pick. Wir brauchen, ey, ich war echt in der DayZ-Spiel. Die haben einfach Mustafi Mertes, die hab ich einfach schon mal in die Abwehr gestellt, weil wir haben sie nicht spielen lassen. DayZ hat auch ein bisschen Bock irgendwie. Ich habe wieder dieses Bockzeug zusammenzufahren. Mustafi und Mertesacker. Und dieses Kanten ist, dass wenn du eben mal erschossen wirst, alles weg ist. Außer du kommst irgendwie zu der Leiche oder hast dann jemanden überlebt, der aber Teile von der Leiche mitnehmen kann. Oben das Fenster.
auf der anderen Seite. Ach so, lol. Nice. Habe ich angeschossen, glaube ich. Wer schießt denn hier? Ich. Haben wir eine Geisel? Haben. Oh shit, das war ein geiler Headshot. Erstmal also, aufgeräumt. Aubameyang. Ich habe mal mit einer Runde gespielt. Aubameyang. So krass schnell. Der ist bei Profi, der rennt den einfach weg. Sobald der frei ist, der rennt der Spaß. Also Erik, hast du zugehört? Der Ramsey habe ich verkauft. Ich habe den Ruby verkauft und Wandel. Aber ich gucke hier nochmal nach. Daisy. Es kostet also viel für die Rot habe ich Spiel. Behalten, weil die Rot finde ich gut. Denn ich habe jetzt wieder so zwei Aufstellungen. Dann lasse ich immer. Ich habe wieder so, also ich habe immer Aufstellungen, wo mit Bappe und Giroud vorne schlimmer sind, einmal und nur Aubameyang vorne ist und dahinter gleich Kakawa. Poco, holst du dir FIFA 17? Wer meiner Sicht ein Fehler? Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Hey, ich fand's nicht schlecht. FIFA 17, ja. Aber ich finde, man spielt das viel zu selten. Ab und zu ein, zwei Mal dafür 60 Euro ausgeben. Ne. Es bleiben 50. Ja. Wer von euch 10 ist denn eigentlich besser als FIFA? Was? Wer besser als FIFA ist von euch spielen? Gefickt. Das hast du. Nein. Erik, hinter uns. Ich lenke sie ab. Perfekte Ablenkung. Na gut. So was kann nur ich. Geschenke. Soll ich mal runter? Die stehen sicher auf dem Dach. Nice. Ah, scheiß Backspasti, ey. Aber schon, ich geh mal raus. Ich spring mal raus. Halt mal, chill mal, chill mal. Puh, Gidi, das war knapp. Na, aber bei FIFA 17 muss ich echt mal loben, den Story-Modus. Ich fand den ziemlich gut. Ich hab nie gespielt. Warum ist Ash? Ach so. Hey. Ash ist oben. Ash. Wo oben? Da, beim Ping ist die irgendwo. Ich mach Türme, Türme ist draußen. Nee. Nee. Na klar, sagt. Mann, jetzt hat der Match abgedrückt. Das geht doch nicht erst. Komm, spring raus. Weißt du was? Bist du gar nicht. Iolo! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist. Ja, nachladen musste. Guck dir mal das Aim an. Ich hab grad so gestruggelt mit nach oben und unten. Das ist so bad. Oh, das war so schlecht gesiegt, aber geht mir. Easy peasy gewonnen. Nein. Guck mal, Erik, 2-2. Willst du als Rekord ansehen? Jetzt will ich noch schnell gucken, ob ich endlich mal so ein scheiß Pack krieg. Ich stand schon mal 9-1 von mir. Ist ja egal. Ey, ich bin jetzt bei 19,50%. Ich habe immer noch kein Alpha-Pack. Ey, ihr seid alle. Also deine Aufrechnung mit 3 Packs pro Tag geht nicht auf. Trotzdem muss ich sagen, ihr endet auf jeden Fall die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss. Niklas.